Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Ultrasonne. Ja, das kenne ich. Ich kenne das hier alles schon. Auch von den Kampfboxen. Ah, okay. Ja, die Kampfboxen. So. Komm. So. Da kann man verschiedene Kampfteams machen. So, mal sehen, Regalen bereits einige Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Das habe ich mir schon mal angeguckt, leider ist in der Aufnahme nichts übrig gewesen, deswegen gehen wir gleich mal runter. Oder Lady hat, glaube ich, auch noch was zu sagen. 3 Monate ist es her. Ich wollte damals Professor Bennett besuchen, um mehr über Wölkchen, also über Cosbrook, zu erfahren. Auf dem Weg habe ich mich verirrt und bin vor Erschöpfung am Strand ohnmächtig geworden. Professor Bennett hat mich gefunden und sich trotz später Stunde meine Geschichte angehört. Sie hat sogar ihren Mann Professor Kukui dazu überredet, mich in seinem Loft unterzubringen. Gemeinsam versuchen wir, mehr über Wölkchen herauszufinden. Professor Bennett ist für mich wie eine richtige Mutter. So, Kukui. Das war eine interessante Information, nicht wahr? Also, wenn du diese Ultra-Bisschen wirklich gibst, frage ich mich, was für Attacken sie haben. Du hast alle 3 Prüfungen auf Verkala bestanden. Bravo, sage ich da nur. Dann steht als nächstes der Pokémon-Kampf gegen Inselkönigin Myla an. Dabei handelt es sich um die wohl größte Herausforderung auf Akala, die große Prüfung. Viel Glück! Myla wohnt in Konikoni City. Dorthin gelangst du über den Diktator. Ich bleibe hier. Es gibt da etwas, worüber ich mit Professor Bennett sprechen will. Das hat er vorhin gesagt, als wir ihn angesprochen hat. Wenn man einen Ort erreicht, merkt man erst so richtig, wie weit man mit seinem Pokémon schon gekommen ist. Na, immer diese Aufzugprobleme. So, ab ins Erdgeschoss. Schnell hier raus, bevor da irgendeiner nachkommt. Ein Riss im Raumzeitgefüge. Oder ein Dimensionsriss. Eine Pforte. Ein Riss am Himmel. Eine Wie. Du hast bereits die Prüfung von 3 Captains bestanden. Dann müsstest du als nächstes durch den Diktator und Myla treffen. Ja, in der Nähe des Pokémon Centers. Ich fange mir jetzt ein paar Pokémon. Haben wir. Hier waren wir schon. Ja. Letztes Mal haben wir, glaube ich, schon die Sticker gesammelt. Waren wir hier? Hier waren wir auch schon drin. Ja, den Sticker haben wir auch. Hier müssen wir hin. So, weiter geht's. Moment, wie sieht's mit meinem Pokémon-Team aus? Ja, Ballerina muss ich nach vorne schicken. So. Oh, du bist es. Wir haben da ein kleines Problem. Seit kurzem wimmelt es in diesem Tunnel nur so von Diktat. Deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier auch nicht durch. Wie läuft eigentlich die Inselwanderschaft? Lass mich mal deine Z-Kristalle sehen. Wow, echt beeindruckend. Sogar Mausprüfung hast du bestanden. Für einen Trainer mit deinen Fähigkeiten sollte dieser Tunnel keine Gefahr darstellen. Am anderen Ausgang des Diktat-Tunnels liegt Konikoni City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde. Ja, hoffentlich macht sie das auch. So, ich habe hier letztes Mal schon Pokémon gefunden. Die schlimm sind. Zubat. Nein, 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 gegen Zubat kämpfe ich nicht. Ich weiß, dass ich nichts gegen Zubat habe mit diesem Pokémon. Nix, was hilft. So, jetzt kämpfen wir gegen dich. Aber es ist gut, dass die Trainer sich nicht mehr bewegen, dann versperren sie einem nicht mehr den Weg. Pokémon sind so vielseitig einsetzbar, einige können sogar Tunnel graben.
Ich glaube, der hat Diktas. Ich vermute, er hat Diktas. Aber der James. Nee, er hat einen Schildterus. Das ist auf jeden Fall Stahl. Naja, ich muss mein Feuer-Pokémon einsetzen. Es ist auf jeden Fall Stahl. Ich weiß aber nicht, ob es Gestein ist. Phönix fällt auf Verhöhner rein. Wir haben noch keine Attacke ausgewählt. Nitro-Ladung. Okay, es muss irgendwas sein. Es ist Stahl, Gestein vielleicht auch. So. Dann hier noch mal eine Feuerattacke. Na gut, das ist das Problem. Ich hoffe, ich verbrenne es langsam mal. Weil sonst kann das wirklich etwas länger dauern. So, wir haben es abgewehrt, weil unsere Initiativewert so immens hoch ist. Wenn das doch nur so wäre, dann wären solche Attacken nämlich wahrscheinlich auch in den Pro-Dingern gut gesehen, weil die. Deine Pokémon sind einfach stark. Meins ist auch nicht ohne. So, Ballerina muss noch ein bisschen aufgelevelt werden. So, hier könnte ein Item sein. Nee. Hier ist, glaube ich, eins. Ja. So. Da oben müsste nochmal eins sein an den zwei Steinen. Ich habe hier, wie gesagt, ich war hier erstmal. Oh, dick da. Mal sehen, ob Ballerina das schafft. Weil Zauberblatt. Von mir aus können wir so weitermachen. Ruf doch um Hilfe, Dicta. Und dann macht Intensität. Eigentlich war das nicht so gemeint. Okay, dann Rasierblatt. Autsch. Tiefschlag ist ziemlich heftig. Na super. Ich muss dann mal wieder auswechseln, weil. Jetzt kommt jetzt aber Intensität, meine Freunde. Intensität. Ja, perfekt. Neun. Das heißt, das Dick da rechts ist tot. Haben wir eigentlich Dick da schon? Nee, noch nicht, oder? Nö. Dann versuchen wir das mal zu fangen. Also es gibt nur einen wahren Namen für Diktas. Und der beruht darauf, wie sie beim Diktri aussehen. Ballerina kriegt auch noch Erfahrung. Das ist gut. Diktar wurde in den Pokédex eingetragen. Registriert.
So, schau dir das Pokémon, das du gefangen hast, an. Es ist so kräftig. Moment, ich muss kurz mal das ausmachen. Es ist so kräftig, dass es sich mühelos durch Schichten von Lavagestein graben kann. An der Oberfläche zeigt es sich nur selten. Ja, natürlich. Es gibt nur einen wahren Namen. So, He-Man. Und eine PC-Box aufbewahren. So, ich mag die Grundtypen haben. Also Feuer, Wasser, Pflanze mag ich eigentlich immer haben. Und das haben wir ja auch aktuell. Angriffsplus. Und Sturmangriff! Feuerstein, Was können wir mit Feuerstein entwickeln? Auf der Stahltreppe begegnet uns ein Lavitar! Zubat. Das Lavitar ist wirklich ein seltenster Fall gewesen. So. Puh, dank Myla sind wir endlich einen Schritt weitergekommen. Alola, wir sind von der Erde Foundation. Wir beschützen Pokémon. Dass hier so viele Diktar gewütet haben, ist anscheinend ein Werk von Team Skull. Team Skull ist eine Truppe furchtbarer Taugenichtse, die Spaß daran haben, Pokémon und Trainer Ärger zu bereiten. Diktar benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Sie wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Es sind immer noch Diktar hier, also passt bitte beim Durchqueren der Höhle auf. So. Hypertrank. Ich muss jetzt erstmal das Pokémon von uns heilen. Ich habe ja viele Tränke letztes Mal gekauft. Ballerina soll ja noch ein bisschen kämpfen können oder zumindest bei Kämpfen mitmachen. Wobei, da fällt mir gerade ein, wir können mal gucken, was wir ihm als Item geben können. Sortieren. Kategorie. Das sind Pokébälle, da braucht man nichts Großwurzel da. Das verstärkt KP stehende Attacken haben wir nicht. Nee, das Item Pokémon, nee. Tragen gegeben werden einmalig jede Negative, nee. Ah, geben wir ihm das hier. Ich wusste doch, dass es irgendeine Attacke gibt, die irgendein Item gibt, das das Ding verstärkt. Wie heißt dass die Pflanzenattacken verstärkt, genau. Können wir eigentlich hier Bilderalbum? Wir müssen mal wieder zum Fotoclub. Ich glaube, mit jedem Ding, das freigeschalten wird, können wir ja mehr machen. So, mal sehen, ob Ballerina es jetzt schafft. Der Tiefschlag ist immer so eine fiese Attacke. Ja, und der weiß halt, dass ich einen Angriff plane. Okay, wir haben 59, haben zwei Moves abbekommen. Das bedeutet, wir haben 36 verloren. Heißt im Klartext, wir dürften noch einmal, ja, oder im Mattlebenschelle. Wir hätten es aber sogar noch überleben können.
Und zum Glück verfehlt Zauberblatt nie. Kurz vorm Level Up. Das ist immer so tragisch. Halt. Das ist immer das Schlimmste. Es hat fast zwei Tränke gefressen. So, der hat, glaube ich, zwei Diktas. Er schaufelt ein Loch. Tada, so. Ne, der hat nur Diktas. Der hat nur Tiefschlag-Diktas. Moment. Das Problem ist. Ja, jetzt haben wir 18 verloren. Ja, das dürfte wieder 0 auf 0 rausgehen. Also, beziehungsweise, wir kommen gerade so mit einem Hauch Leben davon. Level 23. Das Gute ist, unsere Verteidigung steigt. Das bedeutet, wenn wir das nächste Mal das haben, weiterkämpfen erstmal. Aber wenn wir das nochmal machen, also wenn wir genau diesen Kampf nochmal haben, wenn wir voll geheilt sind, dann dürften wir mit mehr Trefferpunkten rauskommen. Also statt mit 8, wie wir es jetzt haben, müssten wir vielleicht mit 10 oder 12 rauskommen, weil unsere Verteidigung ja stärker ist. So, zum Glück sind wir noch nicht Fee. Dann interessiert uns Stahlattacken noch nicht. Wobei ich mich trotzdem frage, warum dann nicht Intensität einsetzt. Diktas früher hatten, glaube ich, Robustheit oder waren das nur Kleinsteins? Und am liebsten würde ich mich in einem Loch verkriechen, in dem Loch verkriechen, das ich gerade geschaufelt habe. Tja, mein Freund. Man kann sich eben nicht immer in einem Loch verkriechen. Seltsamerweise habe ich bei der Aufnahme, die ich davor gemacht habe, war ich irgendwie schneller. Und da habe ich oben mit jedem gesprochen. Gut, da bin ich auch direkt hierher. Na gut, ich habe jetzt aktuell noch 2 Minuten. Hier hinten ist, soweit ich. Man muss seine Kräfte einteilen können, ansonsten ist man schnell außer Atem. Gut, bei dem weiß ich nicht, was er hat, aber ich tippe mal auf Macholo. Ach nee, Flap. Okay, den hatte ich auch bekämpft. Wechseln wir mal auf Deathpunk. Wir brauchen deine elektrifizierende Kräfte. Flöcker. Bringt leider nicht viel, da wir ein Elektro-Pokémon sind. Na, die größte Schwäche von Käfern, Flug-Pokémon, ist mit Elektro eigentlich umgegangen. Elektrokäfer sind voll stark. Du hast mehr Ausdauer als ich dachte. Wow. Wir haben nicht mal 1 Minute für diesen Kampf gebraucht. Schon beeindruckend, wie schnell wir sind. So. So eine Pleite. Wir wollten nur ein bisschen auf den Putz hauen. Da haben wir plötzlich diese Diktatoren umzingelt. Verhauen und weggeputzt wurden also nur wir. Checkst du überhaupt, wie mich das aufregt? Das regt mich total auf und jetzt weißt du's.
Wir wollen jetzt also auch irgendwen verhauen und wegputzen. Und da kommst du ganz recht. Eine wie? Verdammt, eigentlich wollte ich hier nicht hin. Ich habe mich schon gefragt, mit wem du hier rumhängst. Aber es ist ja nur Team Skull. Was bist denn du denn für ein freches Früchtchen? Euch zwei Lager putzen wir im Duett weg. Okay, ein Doppelkampf. Team Skull. Team Skull Rüpe und Team Skull Rüpe möchten kämpfen. Mollung und Rettan, super. Giftfeuer. Ja genau, ich setze Ballerina ein. Ein Pflanzen-Pokémon. Ich wechsle gleich mal auf Eisenseele aus. Der kann wenigstens was. Go Eisenseele, go! Glut. Ach verdammt, das kann ja auch Glut. Giftleck. Aber das ist eine Gift. Wie kann das einen paralysieren? Ach, egal. Machen wir mal Klammer auf Mollung. Wir müssen Mollung wegkriegen. Guter Move. Die verarschen einen echt. Also, danke, Tali. Wir haben alles getan, was wir konnten. Ah, Säure irgendwas. Na, endlich machen wir auch mal Schaden. Tali wird sich bestimmt auch denken, ja, sein Evoli muss ranhalten, nur weil wir, Mizunder. Wäre irgendwie cool, wenn wir Talis Pokémon angreifen und so sehen, was er alles kann. Also was er in Trainern hat. Ich frag mich echt, ob hier ein Text kommt, wenn wir irgendeine Attacke, zum Beispiel sowas wie Erdbeben, einsetzen. Das ist der Anfang vom Ende und jetzt geht's steil bergab, jo! Ich fühle mich total benebelt. Kann mal einer die Wolken, die um meinen Schädel kreisen, wegpusten? Haben wir doch gerade gemacht. Und wir haben dann noch mehr Geld abgezockt, dank Münzamulett. Wer wird denn gleich so auf den Putz hauen? Immer werden wir verhauen und voll weggeputzt. Genau. Es ist ja nicht so, als hätten wir vor, die Weltherrschaft anders zu reißen oder so. Also macht mal halblang. Und tschüss. Wow, eine wie. Wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon alle so entspannt. Das beweist, was für ein klasse Trainer du bist. Hier, das möchte ich dir schenken. Top-Äther. Top-Äther. Top-Äther, kannst du alle AP einer Attacke auffüllen. So ähnlich wie bei AP-Bon. Den man vom Rotomat bekommen kann. Lass uns jetzt etwas Spaß mit dem Dick da haben. Oje, was ist denn mit Spaß mit Dick das? Was ist eigentlich mit deinen Augen? Leuchten die auch mal? Naja, gut. Wir sind hier in der Höhle dann so gut wie fertig und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.